Hallo Leute, ich bin Arnold und willkommen zu einer weiteren Folge von Bastid. Ja Leute, was machen wir heute? Entschuldigung, was werden wir heute machen? Erstens, also ans Essen, wir haben ja etwas Holz. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Steine. Und wir haben noch etwas nicht. Und zwei Leute, ich will jetzt. Wie soll ich das sagen? Ich will jetzt so machen, dass wir Schneiderei bauen. Wir brauchen jetzt etwas Kleidung, damit wir nicht frieren. Und deswegen erstmal auf zwei. Also wie gesagt, Essen haben wir, wir haben keine Kleidung und keine Werkzeuge. Das heißt, die beiden Sachen, also dieses Haus und dieses Haus, brauchen wir. Allerdings, wie gesagt, erstmal müssen wir ja Steine sammeln. Ich mal auf drei laufen. Und da wird Holz gesammelt, aber kein Brennholz, ja, gemacht. Okay, eine stecken wir mal da rein. Wir haben keine Leute. Wobei wir haben doch hier Arbeiter ist derjenige, der nichts macht. Jäger ist okay. Bergmann. Wie viel Bergmanns haben wir? Einen. Okay. Ja, starbende Kälte. Das ist das Problem, Leute. Wir werden jetzt jede Menge Verluste erleiden, bis alle sterben. Also wir müssen auf jeden Fall müssen wir jetzt Kleidung herstellen. Weil irgendwann werden wir kein Essen haben, was uns natürlich ja, nichts Gutes bedeuten wird. Hier haben wir Fleisch auch und auch Milch und Leder. Wir brauchen Steine. Das Problem ist, dass die ziemlich wenig Steine machen. Und Holz. Wie sieht's aus mit Holz? Ja, das habe ich befürchtet. Dass wir auch keine Holzfäller haben. Brennholz brauchen wir auch. Vor allem brauchen wir Wohnungen. Und überall brauchen wir Steine. Wie sieht's aus? Einen haben wir jetzt. Ja, Essen haben wir. Wir machen jetzt ein bisschen Brennholz. Hier, wir haben 5 Erfrierungen und eine Krankheit. Das Problem ist, hier liegen Steine, aber die wollen sie nicht sammeln. Hier soll jetzt eine rein. Bei den Hühnern, Eier. Ja, da soll eine rein. Wie sieht's aus mit Steinen? Ein Stein fehlt uns. Ich werde die Kleidung hier bauen. Haben wir noch mehr Arbeiter? Also einen haben wir und hier. Nein, wir haben nur einen freien. Das heißt, der kann
Oh ja, so, jetzt ist fertig. Das heißt, Leute, endlich bekommen wir unsere ja, Kleidung hin. Das will ich hier haben. Weil die Kleidung wird hier hergestellt, also baut mal. Baut mal die Bekleidung. Ich hoffe, ich habe die richtige jetzt erwischt. Jetzt schnell schlafen. Als nächstes brauchen wir, als nächstes werden wir Steine brauchen und Holz, damit wir Häuser bauen. Los geht's. So, ich warte jetzt auf jeden Fall. Wir sammeln jetzt Steine. Ich mache jetzt noch ein Haus, damit mehr Leute da sind. Später bauen wir noch Werkzeuge, Leute. Okay. Ab jetzt werden Kleidung hergestellt. Also entweder daraus, daraus oder daraus wird Kleidung produziert. Also wir haben jetzt Schneider, wir haben Leder, wir haben Sachen. Und jetzt werden die Sachen hergestellt. Wir brauchen aber allerdings noch etwas Werkzeug. Werden wir auch machen. So. Und zwar, ich habe so schnell Steine bekommen, weil ich habe hier ja geklickt, dass sie das sammeln. Anscheinend gab es da einen Bug. Letztens, dass hier keine Steine gesammelt wurden. So sammle ich schnelle Steine, Leute. Das habe ich einem geschickt. Ich hoffe, der wird Steine sammeln. Wie viele Arbeiter habe ich? Ja, ich weiß, ich mache gerade kein Brennholz. Allerdings, wenn wir jetzt hier den letzten reintun, bedeutet für uns so gut wie gefolgt, wir haben keine Arbeiter. Hier werden jetzt Kleidungen hergestellt. Das heißt, langsam werden unsere Leute Kleidung bekommen. Wir haben einen Arbeiter, zum Glück. Das heißt, der kann uns Steine bringen. Also wir brauchen dieses hier, dieses Stein. Ich hoffe, du sammelst es auch auf. Also die Weide ist nicht mehr da, okay. Wir brauchen. Wir brauchen Steine, Leute. Und zwar so viel, dass wir auch schneller Häuser bauen können. Zumindest noch ein Haus brauchen wir. Problem ist, wir werden auch angegriffen und unsere Leute werden umgebracht. Ja, also wir werden auch umgebracht. Und das ist das Problem. Wir werden die Steine getragen. Ich könnte, Entschuldigung, ich könnte zwei. Zwei Arbeiter frei machen. Das Problem ist, wir haben also zwei minus zwei Leute, das heißt. Ich brauche nur Steine. Ich brauche Steine und zwar jede Menge. Das Haus braucht jede Menge Steine. Wir haben aber Kleidung zumindest. Nicht alle, aber
Henry ist der Arbeiter. Henry ist ziemlich cool. Also, die Koffer, der bringt mir Steine. Weil, wenn wir mehr Arbeit haben, schicke ich mir auch in Mine rein. Und in der Mine werden dann schneller Steine gebaut, könnte ich noch mehr Häuser bauen und so weiter und so fort. Aber heute, wie gesagt, muss ich mich daran konzentrieren. Ja, wir haben jetzt Kleidung. Endlich mal wieder. Sieht's aus? Ein Stein gesammelt. Ist aber zu wenig. Wie gesagt, hier gibt's Steine, aber ich weiß nicht, warum die da nicht dahin gehen und die Steine sammeln. Also die Steine könnten gesammelt werden. Oh, der Sammelstein. Okay, das ist gut. Gut. Sammel weiter. Sammelt einfach weiter Steine. Und Holz. So. Wir gucken mal. Also der sammelt jetzt Holz, wobei ich glaube, da hat kein Holz mehr in der Nähe. Wobei der Kreis war schon groß. Sollte eigentlich haben. So, wir werden jetzt Steine sammeln. Wie gesagt, Leute, wir brauchen 15 Steine, glaube ich, für den Haus. Den will ich haben. Für den Haus hier. 25 Steine und 15 Holz, so rum war das. Also Holz, da braucht man 5 Holz noch und ziemlich viele Steine auch. Aber das Haus muss sein. Leute, das Haus will ich haben. Bringt plus 5 Leute. Dann können wir so richtig Steine bearbeiten und so weiter und so fort. Also, da können wir dann richtig auch hier noch einsetzen, ja. Weil hier gibt es auch noch keine Arbeiter. Hier gibt es auch Fleisch und Leder. Im Kampf gestorben, seht ihr? Wir werden hier angegriffen. Da. Und die kämpfen noch. Ich glaube, wir haben sogar besiegt. Mist. Mist, Mist, Mist. Aber die Leute kommen nach. Mir ist sehr wichtig, Steine zu sammeln. Und nach dem Essen und so weiter schauen. Diese Häuser hier, Holz und so weiter, wo man nur Holz braucht, ne? Die sind ungemütlich. Also diese Häuser sind ungemütlich und da steht, dass sie ja keine Gemütlichkeit bieten und auch kalt sind. Ja, und ja, das wäre unschön. So, da muss ich mir einen hier reinschieben. Komm schon. Wir haben 5. Haben wir hier? Ja, wir haben. Hier wäre 3 super. Aber wir brauchen Arbeiter und zwar nicht zu knapp. Die sollen jetzt Holz und Steine erstmal herschaffen. Herrschaften, ich schaff mal Steine, ja. Später werden wir auch Waffen machen. Die Kleidung kommt. Brennholz haben wir auch. Das Kräuter. Ja, die Kräuter, die sind kein Problem, die bauen wir auch später. Was machst du hier?
Was bist du überhaupt? Also, du bist ja Brennholz, ja. Okay, wir ziehen mal den Brennholz ab, weil erstens, Leute, wir haben 52 Brennholz. Die sollen jetzt mir nur eins machen, Holz. Holz und Steine, damit wir endlich mal hier ja, wie schon, ne? Haus bauen. Dann bauen wir uns Werkzeuge. Bald, also das Gebäude als nächstes kommt das Werkzeuge und irgendwann mal auch die Armee. Wir werden uns auch beschützen. So, bringt mir mal Steine, aber schnell. Bitte, 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 bitte. Die Steine brauche ich schnell. Wie gesagt, es geht nur um das Haus. Es geht nur um mehr Leute. Weil desto mehr Leute wir haben, auch wenn die dann sterben und wir neue Leute aber bekommen, haben wir dann mehr Leute und wir können dann schneller reagieren. Zum Beispiel in der Mine 3 schon Sammler schicken, damit die schneller Steine machen. Und, und. So, wie sieht's aus mit dem Essen? Sieht gut aus. Brennholz, ja. Steine, Steine sind das Problem. Steine und Holz. Komm schon, komm schon, komm schon. Bring mir Steine. Also Holz hätten wir schon mal. Jetzt fehlt nur noch Steine. Goodwin im Kampf verstorben. Ja, wir brauchen Waffen. Und ich weiß, wie ich sie herbekomme. Nur, ich will die Steine nicht verschwenden, weil ich weiß, wie wir Waffen bekommen. Allerdings, Leute, wir brauchen außer Waffen noch etwas. Und zwar bei sonstige. Da zum Beispiel Kräuter und Medizin, da will ich aber Steine nicht verschwenden, auch wenn es wenig ist. Hier, da. Soldatentraining. Und dann natürlich das hier, wir werden hier irgendwie alles und so machen. Aber wie gesagt, als allererstes, also Wachturm ist noch nichts. Weil da fehlen einfach nur Steine, ne? Essen. Da fehlt uns auch was. Aber wie gesagt, die ersten Steine werde ich einfach nur fürs Haus machen. So, wie sieht's aus, Leute? Kommt schon. Ich brauche nur noch Steine. Sammeln nur Steine auf. Ich will sie haben. Sammelt mir Steine auf. Bitte, Leute. Bitte, Steine ist das A und O für das Haus. So, bring mir mal Steine. Wie gesagt, als allererstes bauen wir doch mal das Haus. Wie gesagt, mehr Leute, schnellere Ressourcen. Ich schaue aber immer nach oben, ob Brennholz genügend da ist. Hier bei den Kühen gibt es Milch und Fleisch. Deswegen, Essen ist klar. Ich habe jetzt mehr Arbeiter freigemacht, damit es schneller mit den Steinen losgeht. Und ja, mit den Steinen gesammelt werden. Und dann werden wir ja alles wieder im Lot machen. Vielleicht werde ich sogar irgendwo in der Nähe noch Holzsammler machen.
Noch drei Steine. Noch drei Steine, Leute. One-on-one. Drei Steine noch. Komm schon, Leute, kommt schon. Und wir haben alle Kleidung. Wir haben noch sogar einen, zwei im Lager liegen. Also kommt schon, Leute, bringt mir Stein. Stein, Stein, es soll sein Stein. Stein, Stein, es soll sein Stein. Bringt mir mehr Stein. Ich brauche den Stein. Na, schon wieder im Kampf. Man kann sehen, wo. Also irgendwo hier wurde er umgebracht. Wir warten immer noch auf Stein, Leute. Ich will das Haus haben. Oh, noch ein Stein. Bitte, 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 ein Stein. Nicht der Einstein, sondern nur einen Stein. Komm schon, bring mir Stein. Leute, Dankeschön. So, jetzt, was machen wir jetzt, Leute? Naja, eigentlich als nächstes möchte ich natürlich Werkzeuge machen. Also, als nächstes werden wir für Werkzeuge sammeln, weil wir jetzt mehr Leute haben. Ne, wir werden erstmal Kräutersammler bauen. Und Heilung, weil sie da oben, ja, die werden langsam krank. Was ist das? Verhungern. Null. Okay. Die Nuller verhungern, weil wir Essen haben. Und wir haben ein neues Haus. Das heißt, die Steine werden weiterhin jetzt gebracht. Also ich werde jetzt alles darum setzen. So, wir haben jetzt 13 Leute. Sprich, wir werden jetzt in der Nähe Steine aufsammeln. Ja, es sind mehrere Steine als von der Mine. Deswegen machen wir es erstmal manuell, also sprich nicht von der Mine, sondern hier einfach aufsammeln. So, da sind schon ein paar gegangen. So, dann, wir haben Steine einzusetzen. Und natürlich, weil die da verhungern, setzen wir noch hier ein paar ein. Da die Leute eh kommen. Und die Steine kommen. Das ist gut. Kleidung haben wir. Wir werden als nächstes, wie gesagt, Kräuter und Medizin aufbauen. Unser nächstes Ziel sind Kräuter und Medics. Glaube ich. Oder doch die Verteidigung. Also das ist jetzt die Frage. Also Kräuter und Verteidigung oder Medizin. So, lass mich mal gucken. Tierbauer, Tierbauer. Ein Arbeiter ist noch da. Und hier gar keiner. Also, der Arbeiter ist derjenige, der einfach rumträgt, baut und die Steine und so weiter fällt. Ja, also freie Arbeiter. Wir haben jetzt noch einen bekommen. Ich könnte hier in der Mine einen mehr gebrauchen. Ansonsten noch ein paar Steine. So, jetzt ist die Frage, Leute. Ich will hier,
Ich glaube, das machen wir noch. Und dann Kräutersammler. Ressourcen. Nee, ich brauche Kräutersammler. Sammelt Kräuter. Was brauchen wir? 8 Steine, 12 Holz. Okay. Zwölf Holz und 8 Steine brauchen wir. Kräutersammler? Ne, das machen wir nächstes Mal, Leute. Weil ich habe Angst, dass mir der Speicherplatz ausgeht. Und das Video Überlänge sein wird. So, 7. Ich habe schon wieder sehr viele verloren. Getötet, ja. Oh, nicht gut. Also ich schaue gerade hier Steine rum, ja, rumliegen. So, hier sind alle bei der Arbeit, da ist alle bei der Arbeit. Das heißt, entweder in der Mine ist einer gestorben und ich hier sind aber auch bei der Arbeit. Das heißt, es war nur ein Arbeiter. Ich glaube, wir brauchen ein Werkzeug, Leute. Also Schmied, wir brauchen 10 Steine, 15 Holz. 10 Steine, wir haben 7. Das werden wir mal schauen. Okay. So, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ihr wisst, was zu tun ist. Ja, bis zum nächsten Mal. Eure Lonwolf, haut rein. Ciao.